Einen wunderschönen guten Morgen am Samstag, den 8. August 2020. Schön, dass du einschaltest auf Engel TV und erfahren möchtest, was die Engel dir für den heutigen Tag mitzuteilen haben. Ja, erstmal einen wunderschönen Start in das Wochenende wünsche ich dir natürlich von Herzen. Heute beginnt das Wochenende mit dem Samstag und heute begleitet uns Jesus, sagt mein Kraft, der Engel-Orakel, besonders stark. Natürlich, ich liebe Jesus sehr, ich habe mich sehr, sehr tief, ich fühle mich tief zu ihm verbunden, deswegen habe ich ja auch hier dieses Jesus-Tattoo auf meinem Arm, weil ich eine so starke Verbundenheit zu ihm spüre, dass ich gesagt habe, ich möchte mir Jesus auf den Arm tätowieren lassen, um meine Verbundenheit mit ihm zu zeigen. Das ist also für mich etwas, für mich ist Jesus einfach die ganz große Liebe. Und das ist das, was heute auch ansteht. Jesus bringt Heilung über diesen Planeten. Jesus bringt seine Energie, das Christuslicht, heute besonders stark zu uns. Und er sagt gerade zu mir, erkennt die göttliche Wahrheit. Geht weg von der Heuchelei, die euch umgibt. Das ist gerade wortwörtlich sein. Gibt es so weiter, wie er mir das gerade gibt. Von der Heuchelei, die euch umgibt, hin zum Leben, zur Wahrheit, die ich euch in eure Herzen pflanze. Schon zu meiner Zeit, sagt Jesus, haben die Menschen mir nicht geglaubt. Und jetzt ist es sehr ähnlich. Die Menschen haben erst später geglaubt. Das ist immer wichtig zu wissen. Und jetzt sind wir in einer Zeit, die sehr ähnlich ist. Die Menschen glauben eher dem Schatten als dem Licht momentan. Das ist das, was Jesus sagt. Macht eure Herzen auf und schaut, wo ist das Licht und gebt euer Vertrauen in das Licht. Das sagt er ganz, ganz deutlich am heutigen Tag. Ass der Luft. Das heißt, wir werden eine ganz wichtige und deutliche Wahrheit heute erkennen können, ihr Lieben. Achtet mal darauf, was heute so passiert, was heute so stattfindet und es werden sich heute Wahrheiten öffnen. Zumindest ist die Grundlage dazu. Es kann sein, dass der Anfang, um diese Wahrheit zu begreifen, noch sehr schwierig ist, weil es durchaus für viele Menschen auch eine kleine Welt zum Zusammenbrechen bringen wird. Das ist das, was die Engel deutlich dazu sagen. Das ist wichtig zu wissen, dass sowas stattfindet. Dennoch ist es brillant, was geschieht. Ein Grundstein zur Wahrheit, dass sich Herzen öffnen, dass Wahrheiten sich nach vorne drängen und so weiter. Schreib mir gerne in die Kommentare, was du erkennst oder welche Wahrheit sich dir vielleicht heute offenbart hat. Ich freue mich davon, da sehr, sehr, sehr von dir zu lesen. Dazu kommt eine gewisse Verletzbarkeit, das sagt Erzengel Gabriel. Verletzbarkeit ist überhaupt nichts Negatives, sondern es ist sehr positiv. Du sollst es ehren, das heißt auch gut geschützt natürlich. Durchs Leben gehen ist für dich persönlich sehr, sehr wichtig in dem Zusammenhang, gerade von diesen Energien. Und gerade wenn so viel Energie herrscht und gerade wenn die Energie der Wahrheit ist, Wahrheit kann uns auch schon mal verletzen. Dennoch möchte Gabriel dich hier wissen lassen, dass es dennoch sehr, sehr gut ist. Und auch bei dem ganzen Prozess ist es mega, mega wichtig, das sagt Erzengel Raphael, bleibe positiv. Halte deine Gedanken, deine Worte und deine Handlungen positiv. Nicht think pink, sondern realistisch positiv. Auf das Resultat, zum Beispiel auf die Zeit des Aufstiegs und auf das Schöne in der Welt ausgerichtet, damit wir das vermehren, was wirklich schon gut ist. Das ist wichtig. Und dafür wollen wir heute das erste Gebet des heutigen Samstages sprechen. Und ich freue mich sehr, wenn du die Gebete wieder unterstützen möchtest, wenn du dreimal Amen 777 in die Kommentare schreibst. Lieber Gott, lieber Erzengel Raphael, danke, dass ihr mir helft, optimistisch zu bleiben, in meiner Kraft zu bleiben, positive Gedanken zu haben, um dadurch adäquate Schritte zu unternehmen, die dem höchsten Wohl der ganzen Menschheit, der ganzen Welt und meiner Gesundheit dienlich sind. Amen. Schreibe deine Gedanken und Gefühle auf, rät dir heute Erzengel Michael. Gerade wenn wir solche Wahrheiten erkennen, guck, was geht in dir vor, was spürst du. Schreib es auf, ohne es zu bewerten, damit es von der Seele ist. Und dafür sprechen wir das zweite Gebet. Danke, lieber Gott, Erzengel Michael, dass ihr mir helft, meine gottgegebene Kreativität und Weisheit anzuzapfen, damit ich mich klar ausdrücken und Einsichten, Segnungen und Heilung erlangen kann. Amen.
In diesem Sinne wünsche ich dir wie immer einen wunderschönen Tag. Gott segne und beschütze dich. Er lasse seine Engel über deinen Weg wachen und führe dich zur Erleuchtung. Licht und Liebe. Udo Golfmann. Tschüss.